Und das ist für mich ein großes Ereignis. Ich freue mich sehr. Also, ich zeige jetzt die weiteren Referenten. Und zwar die Bernadette Sutter aus dem Bereich so Zürich-St. Gallen. Die Bernadette hat in ihrem Bereich die letzten Jahre, ich hatte noch nie über sie gehört, sehr, sehr viele Menschen geholfen, in die eigene Weisheit zu gehen, in die eigene Ermächtigung. Und das ist für mich auch die Grundlage für das, was uns gesund macht, weil wenn jeder sein Leben lebt, gibt es keinen Grund meistens für, dass irgendetwas uns erinnern soll, eine Krankheit uns erinnern soll an unsere Potenziale. Und ich bin wirklich ohne Worte, ich habe so gestaunt für wie viel, was für einen großen Beitrag Bernadette in ihr Bereich geleistet hat, in Stille, in großer Hingabe, mit einer immensen Verbindung zu der geistigen Welt oder wie es jeder nennen möchte, zur Natur. Und eben wie viele für mich Helden, Heldinnen es auch gibt überall, die wir eben auch, die ich gerne auch wertschätze, egal ob sie bekannt sind oder nicht bekannt sind, damit auch um jeden Mut zu machen, sich zu zeigen, sich auf den Weg zu machen und das Beste, das Schönste, das Tollste einfach auch von sich zu geben. Und das ist immer wunderschön. Und die Bernadette Sutter eben leitet ein Zentrum, ohne es vielleicht Großzentrum zu nennen, aber es sind wirklich viele Meisterinnen und Meister um sie herum, die auch durch ihr Wirken, durch ihre Liebe, durch ihre Hingabe dieses Feld geschaffen hat. Und ich sehe in vielen Situationen, dass jeder sein Werk vollzieht, aber aus der Sicht dieser Hingabe, die anderen zu helfen, Raum für die anderen zu erschaffen, ist für mich das größte Kunstwerk, was man erschaffen kann. Denn in dieses Zusammenkommen ist der große Schlüssel zur Veränderung. Und Iris Sedran, das, sie macht das in Hallo. München. Und sie hat ein Gesundheitsnetzwerk. Wir, Sabine und ich, wir waren öfter da. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Ich glaube 6 Jahren mit Unterbrechungen. Und Iris Sedran ist für mich die perfekte Kommunikatorin. Die Frage, die sie stellt, schafft sie einen Raum, wo ich mich erkennen kann, wo ich mich erfahren kann, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich einfach auch freue. Und aus diese so ihre, aus der Liebe ihre Augen gesehen, fühlt sich jeder, den sie anspricht, wertvoll, liebevoll. Fühlt sich jeder so irgendwie reingeschoben, wow, ich bin doch, ich bin gut, ich kann es. Und fühlt man sich sowas von gesehen und sowas von wertgeschätzt, dass es die Ehre zu haben, auch von Iris interviewt zu werden oder vorgestellt werden, ein Erlebnis ist. Dann haben wir hier zwei Danke. Erheberinnen. Eine Dankeschön. Erheberin aus Zürich und eine Erheberin aus München. Schön. So eine schöne Vorstellung, danke. Zwei Erhebte aus Leipzig. Genau. Wollt ihr selbst was sagen? Du hast eigentlich so viel gesagt über uns. Da bleiben uns die Worte aus. Ich mache einfach, was ich Genau. mache, sehr, sehr gerne.
Gell? Ja. Ja, und ich möchte noch ergänzen, dass du, Jeet, so ein bisschen auch der Auslöser warst, weil du hast eine, wie du es nennst, Wertschätzung einmal für mich gemacht oder nicht ganz, aber fast so angefangen und hast gemeint, ich hätte ein sehr großes Talent, die richtigen Menschen zusammenzuführen oder zusammenzubringen. Und ich empfinde das nicht als Talent, aber es scheint tatsächlich eins zu sein. Bis dahin war es völlig normal für mich. Und deswegen ist das Gesundheitsnetzwerk einfach nur eine logische Folge von dem, was ich sowieso schon immer gemacht habe. Menschen zusammenführen. Genau. Ich glaube auch jede Begegnung, wie jetzt diese gerade, führt Menschen zusammen. Nicht nur jetzt uns vier, sondern eben ganz viele. Ja. Ja, doch. Schön. Und dafür bist du dann wiederum zuständig, Jeet, dass du auch diese Begabung an uns, mit uns teilst, auch die Menschen zusammenzubringen. Mhm. Ja. Mhm. Und auch ganz großartig. Ja. Also ich habe in den Tagen, wo bei uns in St. Gallen warst, zur Eröffnung von TV Zürich St. Gallen, das war, da habe ich so viel gelernt, auch von dir und auch von Sabine, die Hingabe, die Geduld und ja, schön. Ja, es wird manchmal leichter. Ja, darf ich? Bitte. Manchmal wirkt es ein wenig chaotisch oder fremd für einige. Wenn Jeet am Werk ist und am Ende sind alle so zufrieden und so glücklich, dass sie mitgemacht haben, dass sie diese Chance wahrgenommen haben, sich mal bei Jeet zum Beispiel zu präsentieren, mal ihr inneres Licht zum Leuchten haben bringen können. Und das macht Jeet so schön mit der Kamera nonverbal. Genau. Das ist sehr, sehr schön. Also eine ganz tolle Begabung, die du da auch hast, Jeet. Apropos chaotisch, man könnte es auch mit der Chaos-Theorie vergleichen. Er ist halt wie ein Schmetterling und jeder Flügelschlag berührt alle. Genau. Das heißt, die Gabe, alle ein bisschen durcheinander zu schütteln und dann wieder neu sortiert wird und ja, neue Blüten daraus entstehen, noch und noch mehr und noch sich entfalten. Genau. So. Ja, genau. Ja, vielleicht auf den Satz von Iris, jetzt was Sabine auch betrifft, wenn du sagst, ja, klar ist das. Ich wusste, wie das geht, ich wusste aber nicht, dass es was Besonderes ist. Dass in diese Hingabe zu sein für uns selbstverständlich ist und das für mich ist eine Linie, wo ich einfach auch trenne, wenn man das mit Absichten macht und wenn man das aus der Hingabe das einfach auch macht. Ne? Und diese Selbstverständlichkeit wird oft nicht wertgeschätzt. Ja, das kann ich. Und wir wollen oft Sachen lernen, was für uns schwierig sind. Ne? Und dabei das Leben schon uns alles gegeben hat. In dieser Hinsicht, was Sabine eben auch macht, in der Selbstverständlichkeit, in der Hingabe, die Unterstützung aus der Ferne und ihr Dasein und die Art des Daseins. Und das ist für Sabine auch selbstverständlich und das ist für mich doch ist eine immense Nahrung, weil sie hat entschieden, zum Beispiel zu Hause zu bleiben als Unterstützung. Und das ist für mich auch in dieser Hingabe zu sein, nicht dabei zu sein, nicht die Menschen kennenzulernen, ist für mich ein großes Dankeschön.
immer nicht ganz einfach, ja, und dann immer abzuwägen, genau, was ist jetzt das Stimmigste oder das, das am besten, wie kann ich am besten dienen, und es ist nicht immer einfach. Es ist natürlich so der Impuls, so, oh, so, da will ich mit, da will ich dabei sein, so ganz hautnah, und dann die Entscheidung zu treffen, okay, ich bin hier und bin trotzdem hautnah dabei. Ja. Mhm. Ja, genau. Und ich finde, wir sind mitten schon im Thema, zum Thema Gesundheit. Für die, die das jetzt vielleicht hören, könnte man denken, ja, was tun die da? Die bauchpinseln sich da jetzt gegenseitig. Und das ist ein schönes Wort, finde ich. Das wird so negativ, und ich habe das gerade das Wort. Ja, Bauchpinsel, stellt euch vor, euer Bauch wird gepinselt und gestreichelt. Und wie toll das ist, wenn man den anderen sieht und wertschätzt und was das für eine Nahrung ist. Ja, Bauchpinseln ist auch eine schöne Art von Gesundheit. Es gibt, wenn du das gerade so sagst, es gibt eine Studie, da wurde einmal darüber nachgedacht und geforscht, wie viele wirklich echte, ehrlich gemeinte Umarmungen ein Mensch täglich bräuchte, um für seine Gesundheit so richtig genährt zu sein. Und da kamen sie darauf, dass es mindestens 16 ehrlich gemeinte Umarmungen sein müssten. Und wenn ich mir das so überlege, wie viele Menschen bekommen täglich 16 liebevolle, ehrliche Umarmungen, ob das jetzt verbal ist oder körperlich, spielt dabei keine Rolle. Also man sieht, wie wir noch lernen müssen, einander zu umarmen. Und das war jetzt auch so eine Umarmung. Ja. Ja, genau so. Ich bin ausgebildeter Streitwerk-Coach, sogenannt Streitwerk, das ist ein Ort in der Fränkischen Schweiz. Und die drei Hauptmittel, mit denen wir arbeiten, ist Anerkennung, Wertschätzung und Ermutigung. Und das hat ganz einfach ganz viel mit der Neurobiologie und der Verhaltensforschung zu tun. Wer das jetzt auch wissenschaftlich vielleicht belegt haben möchte, so wie du jetzt angefangen hast, Bernadette. Denn wenn ich wirklich echte Anerkennung, also ehrlich, das muss ehrlich sein, sonst ist es ja schleimig, das braucht keiner. Genau, wenn ich aber ehrliche Anerkennung bekomme, schüttet das Gehirn die Endorphine aus, einfach die Glückshormone. Und leider ist es ein wenig das aberkannt worden in der Schule, da werden wir nicht nach unseren guten Leistungen, nach unserem Potenzial gefördert, sondern man wird nach den Fehlern immer beurteilt und bewertet, und das ist ganz schwierig, später wieder zu korrigieren, dass man sein Potenzial sucht, sein Potenzial rausträgt und eben nicht alles als selbstverständlich nimmt, was auch für mich ja sehr selbstverständlich alles war, sondern auch mal sich selber auf die Schulter klopft und sagt, ey, das unterscheidet dich jetzt ganz deutlich von jemand anderem, toll. Also sich selber auch Anerkennung geben, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und auch diese Einzigartigkeit zu erkennen in dieser Einheit auch. Das ist schon, finde ich, wichtig. Ich denke, das fängt meist schon früher an, schon in der Kindheit, weil die Eltern ja auch oft in diesem System sich kreisen, wo sie möchten, dass das Kind in die Gesellschaft passt und so weiter, und dann eben vor allem gewertet wird durch die Dinge, die noch nicht klappen, anstatt eben durch die vielen, wirklich vielen guten Dinge, die ein Kind mitbringt. Absolut. Und das geht dann nachher weiter, oder? In der Schule. Ja. Nein, oft ist das so, oder? Und dann geht das nachher weiter, das Kind kommt in die Schule, hat dieses Muster schon drinne, und dann geschieht das dann dort auch noch, und dann braucht man später vielleicht als Erwachsener viele Jahre, um die eigene Wertschätzung wieder zu lernen. Ja, das ist ja unter anderem Teil unserer Arbeit, dass wir den Leuten wieder zeigen oder sie in ihre eigene Wertschätzung auch wieder bringen. Dass die bei uns auch sagen dürfen, was steckt in ihnen, was zeichnet sie aus. Dass die ihre Muster von früher erkennen
und nicht immer wieder Bestätigung der falschen Muster suchen, sondern genau. Bestätigung ihres Potenzials. Mhm. Richtig. Ja, vielleicht. Ihr sitzt da in so einer schönen Harmonie, Bocchit und Sabine. Iris, vielleicht ein Aspekt würde ich gerne ergänzen, wenn du von Wertschätzung sprichst. Dass Wertschätzung nicht nur bei den anderen etwas hervorruft, sondern in dem Moment, wo ich authentisch den Wert sehe oder wer wirklich da ist, dass es für mich auch ein bisschen, dass es mich auch schüttelt und dass es mich auch erfüllt. Und dass es bei mir auch diese Ausschüttung stattfindet. Ne? Einfach, das zu machen, es ist nicht nur für den anderen was Tolles, sondern in erster Linie, es ist Mut für mich, weil ich das sehe, was vielleicht ein bisschen verborgen ist oder nicht klar gezeigt wird. Und Glück schenken schenkt Glück. Genau. Ja, ja. Uns fällt es ja sehr viel leichter, oft jemand anderem etwas zu geben, also eine Wertschätzung zu geben, als selber sie für uns zu nehmen. Das ist aber so wichtig, weil in dem Maße, wie ich mir das selber gebe, kann ich es auch jemand anderem geben. Mhm. Ganz wichtiger Aspekt. Ja, weil eine Wertschätzung das transformiert. Für dich, darf ich mal neugierig fragen? Gerne. Machst du das denn für dich, Jeet, dass du dich selber wertschätzt? Also ich mache mich immer ein bisschen kleiner. Welcome to the club. Das kam heute in der Gruppe auch als Thema, ne? Ja. Ja. Ah ja, sehr spannend. Ich verstecke mich gerne noch ein bisschen und spiele aber damit. Mhm. Okay. Hast du deswegen die Kamera gewählt? Was? Entschuldigung, das war jetzt überlappt. Hast du deswegen die Kamera gewählt? Weswegen? Also deswegen, damit du dich ein wenig verstecken kannst, oder nein? Hast du deswegen die Kamera gewählt? Nein, das, das sind solche mächtige Energien am Spiel, dass ich immer damit gehe, damit ich meinen Frieden habe und doch wirken kann. Okay, wow. Danke. Mhm. Den Aspekt hatte ich bisher noch nie bedacht. Mhm. Das ist bei Jeet sowieso manchmal so, er bringt Aspekte rein, da staunt man. Ja. In der Tat. Ja, schon so gegangen mit ihm, ja. Ich staune jeden Tag. Das glaube ich dir. Bernadette, darf ich fragen? Ihr habt ja die Ausbildung schon letztes Wochenende, war das, oder? In der Schweiz gemacht. Ja. Das war vorletztes Wochenende. Vorletztes auch schon Wochenende. Wieder zwei Wochen. Ah. Ja. Ja. Haben wir erlebt und das war also total eine gute Begegnung. Es hat allen wirklich gut getan. Ich habe auch schon viele Feedbacks gekriegt und selbst für mich auch ein wichtiges Thema wirklich nochmal angucken können. Hat gerade eben auch mit Wertschätzung annehmen zu tun. Ah. Und du siehst, der Kreis schließt sich da. Es war wirklich höchst interessant, ja. Und halt auch die Idee dahinter, auch hinter der Ausbildung zum Gesundheitsberater oder auch dieses Zertifikat, das dann eben
immer mehr auch in andere Gebiete hinein, also europäisch, vielleicht sogar eines Tages international sein kann. Ich finde diese Idee enorm gut. Das Gefäß, weißt du, wo all das Wissen reinkommt, wo jeder transparent freilässt, was er erkannt hat, was er gelernt hat, was er weiß, so dass es allen zur Verfügung steht, dass man im Grunde genommen dadurch auch jederzeit in dem Sinne irgendwie den richtigen Impuls hat. Weil jede Begegnung mit einem Menschen ist ja sowieso wieder anders. Auch wenn es das gleiche Thema ist, mit einem anderen Menschen braucht es andere Impulse. Und ich finde das einfach total schön, dass das so möglich wird, eben gerade dieses Offene, weil ich glaube, wir sind in einer Zeit angekommen, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass wir das Wissen und die Erkenntnisse offen wirklich preisgeben. Ja, dass wir sie wirklich einfach zeigen. Ja. Weil wir können alle aneinander wachsen. Und ja, das nur macht so geht natürlich. Ja, genau. Genau. Ich glaube, es ist wirklich Zeit, also das spüre ich auch. Ich finde diese Idee so gut, dass ich da wirklich gerne mitwirken möchte. Ja. Super. Ja. Und was ich auch schön finde, weißt du, Jade erzählt von dem Wissen, was zusammengetragen wurde. Er zeigt bestimmte Möglichkeiten, wie ein Thema, gerade eben, was du gesagt hast, diese Muster und Programme, die wir haben, die in unserem Körper gespeichert sind, in den Körperzellen. Er zeigt das auf, wie man das auch noch finden kann oder respektive wie der, der es hat, selbst findet, einfach durch eine sanfte Begleitung. Ja? Und wie es dann auch durch dieses Verstehen eines Themas wirklich losgelassen werden kann, auch im Körper. Und das finde ich sehr schön, wie er das macht und halt auch, es hat dann wirklich jeder die Freiheit, seine ganz eigene Art, wie er arbeitet, mit hineinzugeben. Ah, sehr schön, ja. Ja. Oh, fein, das hört sich sehr, sehr gut an. Ja. Ja, er gibt auch sehr viel Raum. Ja, das ist eine seiner großen Fähigkeiten. Ja, das stimmt. Ja. Und für mich ist das sowieso ein wichtiges Thema, gerade auch was wir in unseren Körpern abspeichern. Ich meine, jede Zelle unseres Körpers ist im Prinzip ein Kind dieser Natur, dieser Erde und hat alle Erinnerungen gespeichert dieser Erde. Und natürlich auch die ganz persönlichen Erfahrungen und Themen. Und es ist wichtig, dass wir das im Körper finden, wo es ist, oder? Absolut. Damit wir es dann aus dem Körper lösen oder erlösen oder wie auch immer man das sagen möchte, kann, um dann eben weiterzugehen. Und durch dieses Lösen, das habe ich auch selbst über viele Jahre in der Praxis feststellen können, durch dieses Lösen aus den Körperzellen wird enorm viel Energie freigesetzt, die dem Menschen dann zur Verfügung steht, um sein Potenzial zu leben. Also alle Kräfte nehmen zu. Körperkraft, die Geisteskraft, die psychische, emotionale Kraft einfach, die Präsenz. Mhm. Das konnte man auch gut sehen. Genau, das wollte ich fragen. Würdest du sagen, dass es durch die Ausbildung eben auch schon sich zeigt, dass dich die Energie erhöht? Ja, auf jeden Fall. Ja. Super. Also für mich war das auch ein Thema, was ich wirklich von klein auf hatte, sozusagen von Geburt an. Ein Thema, wo ich wusste, dass es da war und habe schon einen Teil daran gearbeitet und dann jetzt die Gelegenheit genutzt und von Jade die Unterstützung gekriegt, der hat dann mit mir gearbeitet in der Gruppe und die Gruppe hat dann mitgeholfen, es war ein Miteinander und ich merke schon sehr wohl, dass das Energien freigesetzt hat, die wir jetzt zur Verfügung stehen. Auf jeden Fall. Klasse. Mhm. Super. Ja, weil wir starten und die Ausbildung ja auch. Entschuldigung, bitte nochmal.
Und aus dem Umfeld kam sofort eine Reaktion. Das war spannend. Weil du dich verändert hattest. Ja, klar. Ja, klar. Etwas war bei mir gelöst und im Umfeld kam einen Tag später schon eine Reaktion, die eindeutig war. Wow. Großartig. Ja. Yay. Ich freue mich, wenn du das Ganze hier in München machst. Kannst du dich freuen? Das ist wirklich so. Ja. Und wir sind ja in einer entspannten Zeit. Ja, absolut. Du hast jetzt die Ausbildung ja einmal mitgemacht. Würdest du sagen, es ist auch etwas für Einsteiger, in Anführungszeichen Einsteiger? Oder ist es gut, wenn man sich mit dem Thema Energie und Gesundheit im übertragenen Sinne schon mal beschäftigt hat? Also meiner Meinung nach, ich kann einfach sagen, wie ich es empfinde, glaube ich, es ist etwas, was wirklich für jeden gut ist. Ob er jetzt therapeutisch arbeitet, ob er sich schon damit auseinandergesetzt hat mit Energien oder nicht, oder einfach nach seinem Selbst sucht, oder ob er vielleicht einen Weg sucht, seiner Familie eine Unterstützung zu sein oder in einem Beruf vielleicht sonst das einbringen möchte. Ich glaube, das ist alles möglich, weil es wird ja auch sehr gut kommuniziert und halt auch sehr natürlich, das heißt, jeder kann mit diesen Aussagen etwas anfangen. Ah, sehr gut. Das musste ich ganz kurz mal fragen. Danke, Bernadette. Ich hoffe, es ist in Ordnung, Jeet, dass ich da... Wow, was Schöneres kann ich mir nicht vorstellen. Ja, du entspannst immer mehr auf der Couch. Ja. Also ich kann das auch nur bestätigen, das war... vor 10 Jahren genau, als wir uns kennengelernt hatten, bin ich da gleich mit reingeflutscht sozusagen. Da fing auch die Gesundheitsberaterausbildung an. Da gab es die erste Gruppe, ich war dann gleich in der zweiten Gruppe und hatte vorher keine Voraussetzung oder keine, also mich mit den Dingen eigentlich sehr wenig oder nicht bewusst zumindest auseinandergesetzt, energetischen Dingen gar nicht. Und als ich dann von den anderen hörte, was die schon alles gemacht hatten, war ich am Anfang so, oh, wow, ne? die können schon so viel oder so, und habe ich mich erst ein bisschen kleiner gefühlt. Und dann habe ich gemerkt, ganz schnell, weil es da einfach um das Menschsein geht, dass mir das letztendlich sogar zugute kam, weil ich ganz leer war. Ich hatte nichts, worauf ich zurückgreifen konnte. Und weil das einfach auch gleichzeitig eine große Intuitionsschulung gleichzeitig mit beinhaltet, weil es sehr viel praktisch gearbeitet wird, war ich einfach leer und konnte nur aus diesem Raum wirken. Ne? Ich hatte keine Methodiken wie andere. Und das hat mir sehr, sehr geholfen letztendlich. Und das ging dann alles sehr, sehr schnell, ganz, ganz schnell. Und durch die Resonanz der anderen, ne, bekommt man Feedback, bekommt man Vertrauen. Und ich habe es wie ein Zurückschnipsen zu sich selbst empfunden. Also das ging alles, also es war alles so ganz schnell für mich zumindest, so habe ich es erfahren, irgendwie glasklar, einfach nur so viele Aha-Effekte. Nicht nur theoretisch, sondern ganz tief, dass tatsächlich für mich so eine Eigenverantwortlichkeit entstanden ist, so schnell, also so klar war, dass ich für mich entschieden habe, also ich brauche da nichts mehr im Außen. Und seitdem, toi toi toi, war es tatsächlich auch so. Manchmal kreiere ich mir noch kleine Wehwehchen, Schnupfens, weil ich einfach mal zum Stillhalten mal. Aber ansonsten, seitdem, also es ist, ja, ich bin so, so dankbar. Ja. Also es ist eine Intuition. Ja, es ist gleich eine Intuitionsschulung, eine Vertrauensschulung, wie soll ich sagen, eine Selbstverantwortungsschulung
Und gleichzeitig lernt man, wie man auch anderen, also für sich selbst eine Heilschulung, also wie man selbst, wenn man Themen hat, einfach ganz klar durch das Resonanzfeld Dinge erkennen kann. Und natürlich das Schöne daran, dass man das dann auch sofort gleich weitergeben kann. Es ist einfach genial. Schön. Ja. Jeet, ja, also ich finde in München. Also ich finde, das hast du sehr schön gesagt, Sabine. Ich glaube auch, es ist im Grunde ist es eine Persönlichkeitsschulung im Grunde genommen oder eine Bewusstseinserweiterung und verhilft wirklich zu mehr Selbstverantwortung, zu mehr Autonomie im Umgang mit sich selbst, mit den eigenen Themen, mit dem Körper halt, der einem ja als wunderbares Medium immer wieder zeigt, wo man gerade steht. Und gleichzeitig habe ich aber auch gesehen, bei uns waren jetzt in der Gruppe alles auch Leute, die etwas schon, also so arbeiten, schon sehr viel auch gemacht haben. Und ich habe das selbst auch für mich bemerkt. Es ist einfach eine wunderbare Ergänzung und man kann mit dieser Art und Weise, ein Thema anzugehen, danach alle anderen Methoden einfließen lassen. Sie ergänzen sich einfach wunderbar. Ja. Ja. Ja, das ist mir sehr aufgefallen. Ist es auch möglich, mit einem speziellen Thema sozusagen in die Ausbildung reinzukommen und bekommt dieses Thema Raum, dass es auch bearbeitet wird? Ist das möglich oder ist es... Ja? Ja. Jeet, wie siehst du das? Oder ist es zu speziell? Ist es zu individuell, wenn jemand mit einem besonderen Anliegen kommt? Oder wird er es lernen durch das Zuhören, dass dieses Thema sowieso bearbeitet wird? Naja, jeder, der ein Minus mitbringt, ist für mich ein Schatz an Plus. Na, ich freue mich, ich bin gierig, richtig gierig darauf. Und weil zeige gleich auch die Kehrseite, je manchmal, also das Ganze, die ganze Arbeit geht es immer um die Kehrseite zu sehen. Das heißt, es wird auch sowieso auch in kleine Gruppen bearbeitet, wo jeder für den anderen einfach auch schaut. Und deswegen ist jeder Minus willkommen. Es ist unsere praktisch, es wäre schlimm, wenn es sowas nicht gäbe. Ja. Ja, aber ich glaube auch, es kommt sowieso jeder, wenn er in so eine Gruppe kommt mit einem persönlichen Thema, bewusst oder unbewusst auf jeden Fall. Ja. Mhm. Weil ja, wo eine Gruppe sich trifft, da geht es darum, dass jeder in seinen Themen weiterkommt. Darum macht er das ja auch dann. Oder fühlt sich angezogen. Ja. Okay, ist schon vorbei. Gut. Ich wollte vielleicht, also danke für alles. Danke auch Iris für die Führung. Ich möchte einen Aspekt vielleicht unterstreichen für unser Verständnis für Gesundheit. Ne? Weil wenn wir in diesem Bereich auch reingehen, dann haben wir große Türen und Toren geöffnet. Erstmal in erster Linie die Wertschätzung für die Menschlichkeit, für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten. Ne? Und worauf ich hin möchte, ist, ich habe das letzte Mal erzählt, ein amerikanischer Arzt sagt, Ärztin sagt, wenn ich jetzt diese Therapie
verschreibe, bekomme ich $8.000. Wenn ich den Patient 20 Minuten berate, $15. Ne? Also ja. Die Wertschätzung für die Würde der Menschlichkeit und der intuitive Intelligenz des Personal, was im Gesundheitsbereich auch arbeitet. Ne? Und das ist für mich eine der ersten Voraussetzungen, Würde auch für alle, auch für die Ärzte, auch für das Personal, auch für die Krankenschwester und, dass die Art, wie sie das machen, unterschiedlich ist. Als wir die Dr. Shaghi, vom Präsidentin vom Club of Budapest, über Informationsmedizin gefragt haben, sie hat gesagt, die Art, wie ich mit dem Patienten rede, beeinflusst oft der Erfolg meiner Therapie. Das ist die eigentliche Medizin. Das ist die eigentliche Medizin. Ja. Und das Anerkennen, die Anerkennung, dass die eigentliche Medizin, wofür wir so viel ausgeben, ist ein freundliches Wort, ein Theaterstück, ein gutes Wort, eine Meditation. Das heißt, im Bereich Prävention, im Bereich Bildungswesen fordere ich, dass die Hälfte des Geldes mindestens, was im Gesundheitswesen ausgegeben wird, das wären zum Beispiel in Deutschland 250 Milliarden pro Jahr, für Gesundheitsberatung, für Kultur, für all diese Menschen, die sowieso in ihrem täglichen Wirken immens vieles tun. Ich kann eben ein Beispiel, wenn wir auch die Beatles nehmen, okay, die haben genug, oder bestimmte Musiker, die haben so viel mehr Krankheiten geheilt als alles andere. Also in dieses Verständnis, und deswegen sehe ich einfach, dass nicht nur die sich Gesundheitswirkende nennen, sondern dass diese Wertschätzung auch jeder Anerkennung, jeder Lehrer, jeder Musiker, jeder, der in diesem kreativen Bereich arbeitet, auch bekommt. Ja. Die Bernadette ist kurz weg, aber ich glaube, sie kommt gleich wieder. Iris, in diesem Bereich sehe ich, dass es Tabu gibt für die Nichtanerkennung von diesen Leistungen. Weder im Ausgleich noch im und ich finde die Worte nicht, wie ich das jetzt sagen könnte, aber wie können wir so europaweit diese Gesundheitsberatung als Medium geben, dass diese Präventionsarbeit wirklich sehr viel könnte dazu beitragen, dass dass in einem Jahr alle Schulden für das, was man spart, getilgt werden können. So, in dieser Dimension würde ich gerne ein paar Tabu brechen. Dafür bist du bekannt, Jeet. Was meint ihr? Also das ist sicher ein absolut guter Ansatz und wünschenswert, dass sich das auch umsetzen lässt, auf jeden Fall. Weil ich finde, viele Menschen tun sehr viele gute, inspirierte Dinge, geben ihr Herz hinein und ihre Aufmerksamkeit, um anderen Menschen oder auch Tieren und Pflanzen ihre Wertschätzung zu geben. Und dadurch auch zur Gesundwerdung oder Gesunderhaltung beitragen, und die sollten auch bedacht werden mit einem Beitrag, auf jeden Fall.
diese Gleichstellung, dass man da nicht mehr einfach Unterschiede macht. Ja, die Medizin, die hat studiert, die dürfen so viel bekommen. Man zahlt dafür, man zahlt Krankenkassen ein und vieles mehr, Versicherungen und so weiter. Und vergisst dabei, dass das Leben einen Menschen absolut zum Studierten werden lassen kann, der ausgezeichnet arbeiten kann mit Menschen oder mit Tieren. Oder dass genauso wertvoll ist, diese Arbeit. Ja, das ist auf jeden Fall Ziel, dass das gleichgesetzt wird. Mhm. Genau, ja. Und ich denke, das ist dann auch der Schlüssel, weil wenn das gleichgesetzt wird, dann können wir voneinander lernen. Und da muss ich halt auch vielleicht jetzt noch anfügen, wenn wir so arbeiten, wie wir arbeiten, dann hört man oft auch, dass man die Wissenschaft oder die Medizin, dass man ihnen vorwirft, vielleicht auch, dass sie nicht kooperativ seien und so weiter. Aber ich glaube, wir müssen auch aufhören zu werten. Nur so können wir zusammenarbeiten, oder? Weil sonst wird es Widerstand geben. In jedem Fall. Ja, aber eben für mich schon in erster Linie, was ist die Wertschätzung? Ich habe schon mit vielen Ärzten zusammengearbeitet. Wenn ein Arzt sagt, ich nehme mir 2 Stunden Zeit, ne? Ich weiß, weil die Ärzte spüren und wissen ganz genau, weil sie sowieso täglich arbeiten, mir geht es um diese Würde, weil sie in erster Linie damit konfrontiert sind. Diese Würde, dass sie sagen können, ich werde da an die Sache rangehen, ich weiß, ich spüre, was die Ursachen sind und ich werde mir 2 Stunden nehmen, und aber dass diese 2 Stunden so auch belegt werden können, so wie dass sie einfach genauso wertvoll oder vielleicht viel wertvoller als 3 Operationen, wenn das so eine Auswirkung hat. Wie kann man, welche Botschaften, welche Felder können wir öffnen, dass eine kompetente, eine entwickelte, eine in sich selbst ausgebildete Kompetenz verhindern kann, dass sich ein Krebs weiterbildet. Oder ich habe ein Interview in Italien gesehen, das hat ein Arzt gemacht, der sagt, ich habe viele Bauer, einen Bauer kennengelernt oder einige Bauer, so eine, wenn man den Körper hinterher seziert, die hatten schon viele Krebse, die sich dann zurückgebildet hatten. Ne? Ja. Und viele Sachen, die einfach stehen geblieben waren und viele Krankheiten, die und so. Ne? Und das fand ich beeindruckend, weil eben viele, wo die Leute wirklich sehr darunter leiden, werden oft durch ein gutes Wort, durch ein gutes Impuls, schaut ihr das an, macht wieder Frieden mit deinem Sohn oder bespricht das oder habt den Mut, diesen Schritt zu machen. Eben, was ist möglich, damit das, diese Art von Kompetenz wertgeschätzt wird? In dem Sinne würde es vielleicht den Medizinern auch wieder besser gefallen zu arbeiten, wenn sie mehr in die Tiefe gehen könnten mit den Menschen. Mhm. Und also ich habe das selbst auch schon erlebt. Ich habe auch teilweise Ärzte, die mir manchmal auch jemanden schicken, wenn sie nicht weiterkommen, oder auch Psychologen. Und es ist immer wieder erstaunlich, was dann geschieht, wenn der Arzt merkt, jetzt habe ich alles versucht, was nach meinen wissenschaftlichen oder medizinischen Möglichkeiten oder auch im Gespräch mit dem Patienten möglich war. Jetzt versuchen wir etwas anderes. Und das finde ich dann enorm mutig. Ja, das meine ich mit aufeinander zugehen, weil dann
dann kann so viel Gutes geschehen, wenn man wieder zusammenarbeitet. Ja, wenn die Ärzte auch wieder für ihre Rechte eintreten, mit den Menschen wirklich Zeit verbringen zu dürfen. Ja, genau. Es ist nicht schön. Genau. Und oft wird es ja praktiziert in den Praxen. Es geht ja fast nicht mehr anders. Nach 3 Minuten klopft eine Sprechstundenhilfe an. Das ist das Zeichen, die bezahlte Zeit ist um. Aber was sind denn bitte 3 Minuten? Das geht ja gar nicht. Und da gibt es immer mehr, die auch ihre Kassenzulassungen eben abgeben aus diesem Grund, weil sie das nicht mehr mitmachen können oder wollen. Ja. Weil das Gespräch nach 3 Minuten erst anfängt. Da kann ich noch nichts bewirkt haben. Und Der Klient oder der Patient kann sich doch gar nicht öffnen in dieser kurzen Zeit und einlassen auch. Nein. Muss ja zuerst sich irgendwo finden. Und darum meinte ich diese Schale, dieses Gefäß Gesundheitsberater, dass ich sehe da auch Ärzte, die da teilnehmen können und einen neuen Zugang finden zu ihren Patienten. Ja. Aber ich glaube, viele arbeiten schon so. Ich habe schon viele kennengelernt. Okay, die treffen die Entscheidung, ich habe wenig Zeit, aber mir geht es um die Würde. Es ist für mich so, ein Roboter ist hier und ein Mensch ist hier. Der Arzt steuert den Roboter. Der Roboter wird gut bezahlt und der Arzt in seine Menschlichkeit nicht. Also wenn wir das bewusst machen können, dass der Mensch im Vordergrund ist und dass die Maschine ein Dienst ist, dass die Medizin ein Dienst ist. Und wenn wir das in die Waage stellen würden und sagen, okay, Maschine ist Maschine, das Intelligenz ist der Mensch. Ich glaube, dass da große Türen und Toren öffnen kann, wo einfach auch man sagen kann, okay, ich kann entscheiden, sowieso erstmal eine Beratung oder geh zu Iris oder zu Bernadette oder hier und da. Und da wird sich klären, ob die Maschine und den Roboter für dich in Frage kommt. Ob eine externe Reparatur oder manipulierende Wissenschaft für dich in Frage kommt. Genau. Aber etwas ist oder wird nicht gesagt, dass die Würde, wenn ich jetzt auf die Ärzte gehe, dass die Würde des Ärzte sehr, sehr, sehr missachtet wird durch diese Preispolitik. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall so. Das stimmt. Ja. Es bräuchte, glaube ich, einfach wieder eine gegenseitige Verneigung vor der Würde aller Beteiligten, ob das jetzt der Mensch ist, der mit einem Thema kommt, ob das der Mediziner ist und der sein Wissen und sein Können hineingibt und auch seine menschliche Würde, natürlich, auf jeden Fall, oder ob das ein Mensch ist, der eine natürliche Methode wählt oder was auch immer, ein Künstler, Seelenmusik oder was auch immer, dass wir uns da einfach wieder voreinander verneigen und einander die Hände reichen, glaube ich. Ja, und auch wieder lernen, in der eigenen Verantwortung auch zu bleiben und dem Arzt oder dem Berater, dem Begleiter nicht zu überfordern, indem ich meine Verantwortung komplett abgeben möchte. Ja. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Es geht erst dann, wenn ich mich zu einer Operation entschieden habe und ich werde unter Narkose gestellt. Also dann habe ich die Verantwortung jemandem abgegeben. Das geht gar nicht anders. Und das ist auch gut so. Das ist ja auch berechtigt. Aber ist das auch Teil der Ausbildung, oder? Das ist Selbstverantwortung. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Okay, ist es auch Teil der Ausbildung zum Gesundheitsberater, dass man es wieder lernt,
die eigene Verantwortung zu übernehmen und bei sich zu bleiben? Also ich würde sogar sagen, das ist einer der Hauptteile. Das ist der wichtigste Teil im Grunde genommen. Weil nur so geht es. Und also ich habe das selbst auch über viele Jahre einfach immer wieder erlebt. Es geht dann, wenn die Verantwortung wieder in die eigenen Hände genommen wird. Und dann kann man die Möglichkeiten, die man bekommt, anschauen, hineinfühlen und gucken, was passt. Und dann kommen die Selbstheilungskräfte in Gang. Und das ist sicher ein Hauptteil dieser Selbstverantwortung. Für Therapeut oder Berater und natürlich für den, der mit einem Thema kommt. Sehr schön. Du, Iris, das finde ich eben auch noch wichtig. Finde ich eben auch noch wichtig, dass diese Verantwortung, diese Selbstverantwortung eben nicht nur für den Menschen gilt, der mit einem Thema kommt, mit einer Krankheit oder was auch immer, sondern eben auch für den Gesundheitsberater. Denn nur so kann er auch irgendwo bei sich bleiben und dadurch in seiner Eigenverantwortung mit einer wertungsfreien, neutralen, aber herzlichen Liebe auf den Menschen eingehen, oder? Ja, so sehe ich es auch. Und es ist auch wichtig, wenn jemand, ob es zum Arzt, zum Therapeuten oder zu einem Berater ist, kommt, dass dieser Berater oder Therapeut nicht suggeriert, ich übernehme jetzt die Verantwortung für dich, weil du durch meine Tür gegangen bist. Das ist auch fein, wenn man das eben auch wieder lernt, dass man da ganz die klare Grenze sieht. Und wenn das Bestandteil der Ausbildung ist, dann freue ich mich sehr. Das ist auf jeden Fall so. Das hat mir auch sehr gefallen immer, weil die geistige Welt sagt oft, wir sind für euch da, wir halten euch unsere Hände hin, ihr dürft sie nehmen und euch durch eure eigene Kraft an unseren Händen aus dem heraus bewegen, von dem ihr heraus wollt. Und ja, das ist wirklich so. Auch da, es kommt nicht eine fertige Lösung daher, sondern sie befreien uns nicht vom eigenen Denken, sondern sie spiegeln uns mit dem, was sie sagen, unser Selbst wieder, dass wir erkennen können, selber verstehen können, wo wir gerade stehen. Und das ist beim Gesundheitsberater auch so. Ich möchte vielleicht noch ein Beispiel nennen. Eben, das hatte ich schon erzählt, war Referent in einem Kongress für Ärzte mit dem Thema Burnout. Und das hatte ich schon erzählt. Mir ist jetzt eingefallen, ich hatte eine Ärztin, ich war Referent in Graz in einer Messe auch, das ist eine andere, und die sagte, ja, ich bin zerstört, ausgebrannt, wenn ich meine Arbeit fertig habe. Ne? Das war in einem Seminar, dann habe ich mit ihr gearbeitet und es kam eine nur kurze Änderung. In dem Moment, wo sie erkannt hat, welche Energien sie hat und mit welchen Energien sie wirkt, wir haben da gleich ein Beispiel im Raum gemacht, plötzlich durch das Einsetzen der eigenen Menschlichkeit und Intelligenz, anstatt nur das Wegmachen und Bedienen, wurde ihr plötzlich bewusst, dass sie jeden Abend glücklich und nicht müde nach Hause gehen kann, nur indem sie ihre individuelle, indem sie den Mensch nicht zur Seite, sondern mit immer dabei ist, mit ihren individuellen Kompetenzen auch wirkt. Ich weiß es jetzt nicht mehr, welche Kompetenz es war. Und das war für mich klar, dass Selbstverantwortung, Bernadette, wie du sagst, das gilt auch für die Menschen, die in dem Bereich arbeiten, damit sie selbst auch unter den Bedingungen, die da sind, ihre Menschlichkeit, ihre Individualität, ihre Art zu reden an erster Stelle machen. Und dann sind sie nicht mehr
ohne Energie oder ausgebrannt, sondern sind die dann auch im Gleichgewicht mit sich selbst. Auch wenn man das Gleiche macht. Das ist richtig, ja. Ja. Und ich denke, das gilt ja nicht nur jetzt für Menschen, die im Therapeutischen tätig sind. Also ich habe viele Jahre gearbeitet mit Menschen mit einem schweren körperlichen und geistigen Handicap. Ich habe 80% Nachtwache gemacht und es gab Momente, da musste ich auch mich wieder zu mir selbst zurückbewegen und sagen, okay, ich muss meine Eigenverantwortung wahren, mit aller Liebe da sein und einfach erkennen, es braucht nicht meine persönliche Energie, die ist für mich, sondern es braucht ja dieses Potenzial, das da ist, und dann darf man einfach fließen lassen und man bekommt es aus der Quelle. Mhm. Und dann wird man auch nicht so müde dabei. Ja, ja. Wenn dich dein Beruf erschöpft, also regelmäßig erschöpft, dann ja, ist es wirklich gut zu überlegen, wo ist die Energie, wo geht die Energie verloren? Oder wo ist die Quelle, um mich wieder mit Energie vollzutanken? Denn das ist gut möglich. Oder man ist im falschen Beruf, das kommt auch vor. Das ist nicht die Frage. Aber wenn man so gerade als Therapeut oder Berater... Bitte? Oder man ist im richtigen Beruf, der einem zeigt, dass es Zeit ist zu wechseln. Ja, im Lehrberuf, genau. Das kann gut sein. Ja, aber ich denke, gerade im Beruf, egal ob das nun im Büro ist oder wo auch immer, dass man achtsam ist und merkt, wenn einem die Dinge so sehr erschöpfen, dass man vielleicht einfach einmal innehält und in den Körper hineinspürt, was steckt einem da in den Knochen und in den Zellen, was man mit nach Hause nimmt von dem Beruf, wo macht das Resonanz mit eigenen Themen, mit Kindheitserfahrungen und so weiter. Und dann das zu klären und einmal die Energien, die man da, ja, in sich selbst blockiert durch dieses Festhalten, wieder befreien kann. Und durch dieses Klären, dann kann sich manchmal das Berufsfeld total verändern und in eine ganz positive Richtung führen auch. Absolut. Das hast du so schön angeleitet jetzt, was, wenn jemand aufmerksam zugehört hat, einfach nochmal notieren und wirklich umsetzen, das, was du gerade gesagt hast. Das erspart vielleicht den Gang zum Therapeuten oder Berater und das ist ja auch gut so, denn es ist das Stück Eigenverantwortung für mich und da hast du eine sehr, sehr feine Anleitung gerade gegeben, was die Leute tun können, denn jeder ist in der Lage, diese Dinge zu verändern. Ja. Manchmal braucht es den Impuls schon von außen, aber ganz oft, wenn ich weiß, wie, kann ich es auch selber machen. Ja, das ist richtig, ja. Weil ich sehe einfach die Figur des Beraters nicht nur, also ich sehe eine Gesundheitsberaterpraxis als eine Filiale der Industrie- und Handelskammer, ne? Oder des Kulturministeriums, ne? Das heißt, ein Bereich, wo Schöpferkraft entsteht, wo Ideen entstehen, weil so wie wir das jetzt auch die letzten Jahre gesehen haben, es geht immer um Talente und Kompetenzen und Erfindungen, um neue Kraft und neue Möglichkeiten. Das heißt, ich sehe schon, vielleicht wird das anders genannt, das Gesundheitsberaterzentrum als Ort, als kreativer Ort, von neuer Architektur, neue Ideen, neue Systemen, neue Kommunikationsformen, weil das war immer so unglaublich, welche individuelle Talente hinter ein Problem waren, ne, und was für Erkenntnisse manchmal
an geometrische Kompetenzen, an mathematisches Wissen, an Stimme, hinter irgendein kleines oder ein großes Gesundheitsproblem. Und das hat mich immer beeindruckt. Ja. Und oh, die Iris ist verschwunden. Warte mal. Ja. Das war eine Netzschwäche. Weil wir sind zu dritt, dann ist es manchmal auch schwierig. Ne? Ich höre dich jetzt wieder, Jean. Ah, okay, wunderbar. Kleine Irritation irgendwie. Okay, was ich sagen wollte, Iris, besonders für den Raum München, dass der Gesundheitsberaterzentrum ein Ort ist, wo ich habe heute mit dem Arbeitsamt zum Beispiel gesprochen, ne? Weil ich wollte ein Projekt beginnen. Ein Ort der Schöpferkraft, der Ideen, der neue Wirtschaft, der neue Wissenschaft. So nicht nur, wenn jemand etwas braucht, sondern als ein Kreativzentrum für die Gemeinschaft, wo jede Minus, was sich im Gemeinschaftsfeld auch bildet, alle soziale Probleme immer verwandelt werden in neue Kunst, in neue Systemen, in neue demokratische Strukturen, in neue Mechanismen. Das heißt, für mich ist das Gesundheitsberater nicht, wenn jemand Hilfe braucht, sondern ist die, der Ort, wo man bittet, irgendein Minus zu bringen, damit eine neue, unbekannte oder unerforschte Talent und Kompetenz auch gesehen wird. So wie zum Beispiel unsere sogenannte behinderte Kinder haben. Es gibt Dimensionen, ja, unendliche Dimensionen, wo wir plötzlich erkennen können, was ein sogenannter Behinderter uns unterrichten könnte. Oh ja. Absolut. Ja. Habe ich gerade gestern. Entschuldigung. Bitte. Nee, macht nichts. Ich wollte noch kurz fragen, Jeet, du hattest gesagt, du warst beim Arbeitsamt, habe ich das richtig gehört, um dich mit jemandem dort zu unterhalten? Ja. Wie war die Reaktion? Ja, die wollen mich zuerst einordnen. Ich habe ab und zu Leute, die das Arbeitsamt, wenn die mich selber finden. Ich habe nicht viel Lust und nicht viel Zeit. Ich habe schon drei Personen bin ich durchgegangen und die verstehen irgendwie nicht. Aber genau, okay. wenn ich die richtige Person finde, es kann sein, jetzt aus Berlin wurde jemand geschickt, dann weiß ich schon, würde ich gerne meinen Beitrag leisten. Aus jeder, der in der Situation ist, wo er nicht weiß, was, wie, einfach die Wege zu zeigen, wie, welche neue Potenziale möglich sind, welche aufgrund der eigenen Geschichte, ja. Sabine kann das auch gut machen, sie braucht nur einen Matrix-Familiencode zu machen, steht auf der Wirbelsäule geschrieben, welche Talente aufgrund schon der Ahnenerfahrungen, des Biologisches, des Genealogisches mitgebrachtes schon in einem drin schlummern. Und so im Arbeitsamt ein Zentrum für explosive Schöpferkraft, wo viel gelacht wird, wo viel erfunden wird, wo viel Neues entsteht und wo dann im Dienste der Gemeinschaft das gemacht werden kann. Das ist, dahin geht es, die Arbeit. Weil dann wird, so wie ich das sehe, in solche Zentren, es wird dann jegliche Form in irgendwann von Krankheit oder von, man wird direkt zu den Talenten, zu den Meisterschaften, zu den Lust zu leben hingehen und wird dann immer weniger Leute krank werden. In so einem Feld, wo die Individualität gefördert wird, gefeiert wird. Mensch, der wird für uns etwas Tolles. Guck
guck mal, was der kann. Mensch, die hat das entwickelt, rennen wir, lassen wir uns alle bedienen von diesen neuen Wissenschaften, die entstehen. Geben wir Raum, geben wir Gelder, geben wir Mittel, damit das entstehen kann. Dahin geht für mich der Gesundheitsberaterzentrum als Zentrum der Meisterschaft, also des à la Delphi, à la Alexandria, à la solche Zentren, wo Philosophie, Wissenschaft, neue demokratische Strukturen entstehen, neue Kunst. Das ist, was ich sehe. Wow. Das ist eine schöne Vision. Ja. Und wir wissen ja, so manche Vision kommt tatsächlich in die Materie. Ja, gerade wenn sie das, was der Mensch denken kann, kann er erreichen. Ja. Und deswegen, wir beginnen jetzt auch mit Bernadette zusammen. Das machen wir jetzt jeden Donnerstag. Darf ich mir, Bernadette? Ja, natürlich. Jeden Donnerstag von 11 bis 13 Uhr. Das werden wir online machen. Also so intern, aber nicht öffentlich. Aber so, dass auch andere Leute teilnehmen können. Einmal werden wir diese Themen der Gesundheitsberatung und einmal das Thema Tod, ne? Sterben. Denn im Grunde genommen, ja, der beste Impuls, um das eigene Leben zu leben, wofür man gekommen ist, ist, wenn man sich den Tod vor sich, wenn man dieses entwickelt, wo Bernadette uns sehr gut begleiten kann. Wir sind Wesen, wir sind Geistwesen. Das Wesentliche ist unser Wesen, und wenn wir auf unser Wesen achtsam sind, dann richten wir uns nach unserem Lebensauftrag, nach dem Wesentlichen, dann haben wir weniger Angst zu sterben und mehr Mut, jetzt unser Leben zu leben, mit allen Konsequenzen und ohne Angst, ja, und mit Mut und Zuversicht. Ne? Ja. Und, es geht um, ja, die Qualität des Sterbens. Ja. Und wenn wir da den Schlüssel finden dazu und wie verstehen, dass sowieso jeder Moment neu ist und jeder von einem anderen abgelöst wird, dann können wir unser Potenzial freier leben, dann löst sich die Angst vor dem Sterben selbst auf und dann erkennen wir, dass es den Tod, so wie wir uns das vorstellen, gar nicht gibt, weil wir Geistwesen sind. Schön. Das Hast du dich damit schon viel befasst, Bernadette? Ja. Also ich bin dem als Kind schon begegnet, dann natürlich im Beruf, im Pflegeberuf, viele Menschen begleitet, später auch in der Familie, ja, noch begleitet, selber eine Außerkörpererfahrung gehabt durch einen allergischen Schock und die andere Seite gesehen und hatte als Kind schon Kontakt immer zur geistigen Welt, auch mit meinem Großvater, und ja, und habe mich natürlich viel damit befasst, gerade auch, wenn man mit wirklich ganz schwerst körperlich geistig handicapierten Menschen dann arbeitet. Und ja, da erlebt man halt das auch. Das Sterben gehört dazu. Und für mich war es immer etwas so Würdevolles. Es war nichts Bedrohliches, sondern etwas, was eine große Würde hat. Und wenn der Mensch in dieser Würde loslassen kann, dann hat sogar die Hülle, die zurückbleibt, eine enorme Würde. Schön. Ja. Wunderbar, ja. Und das macht ihr jeden Donnerstag jetzt? Ist heute entstanden, wollten wir schon gerne einladen. Das wird schon, ich sehe schon, dass wir machen das jetzt auch in Italien, eine regelmäßige Gruppe, dass es in dieser Regelmäßigkeit kann vielleicht auch etwas mehr entstehen, weil dieser Kontakt ist so toll und diese Bereich der Schöpferkraft, weil es geht
Ich denke, es ist immer uns gut gegangen. Es geht nicht so, dass wir in dieser Arbeit ein bisschen leiden oder auch wenn Tränen kommen oder wenn Erkenntnisse kommen, es ist immer ein Wow-Effekt, ein göttliches Geschehen. Ist nicht so, jetzt tut weh den Zahn, oh je, jetzt bin ich dran oder so, sondern ist einfach, wow, was weiß ich, was jetzt, was Schönes einfach auch da rauskommt. Ne? Tränen sind die Perlen der Seele. Ja. Schön. Finde ich auch noch wichtig, wenn wir lernen, dass Weinen nichts Schlimmes ist, sondern Weinen ist wie das Loslassen und dann kommt die Entspannung. Und wenn wir entspannt sind, dann können wir neu einatmen. Das stimmt. Iris, was sind deine Projekte denn next? Oder was ich meine, wir spüren schon alles, was du kannst, aber was ist das, was du gerne machst im Moment? Was ich gerne mache? Ich bin sehr, sehr gerne mit Menschen zusammen und helfe ihnen ein Stück des Weges weiter und bringe sehr gerne Menschen zusammen. Ich kenne meine Grenzen und meine Kompetenzen und wenn aber mir jemand gegenüber sitzt, weiß ich immer sofort, wo er noch hingehen kann, wo er hinpasst. Und das ist auch so ein bisschen, was das Netzwerk auszeichnet. Ich kenne alle, die im Netzwerk sind und habe mir jeden in seiner Arbeit angeguckt und sehr gerne habe ich das gemacht, weil ich dadurch für mich sehr viel lernen konnte und auch für die Menschen, die jetzt zu mir kommen, wo ich sagen kann, nein, bei mir ist das vielleicht nicht ganz richtig, geh lieber dorthin, das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Und das bringt mir große Freude, also da, und wenn es passt, die Menschen natürlich auch zu begleiten, so ist es nicht. Auf jeden Fall finde ich es eine große Qualität. Was meinst du bitte, Bernadette? Eine großartige Qualität, wenn du Menschen auch weiterleiten kannst, wenn du erkennst, dass es vielleicht bei jemand anderem dann das ist, was sie gerade im Augenblick brauchen. Ich finde, das ist auch eine große Meisterschaft. Ja, ich möchte niemanden binden an mich, das sowieso nicht. Denn die Antworten sind sowieso immer im Klienten, bei mir sind es Klienten, ich bin kein Therapeut und manchmal bekomme ich nicht die Antworten oder bin ich der Türöffner für die Antwort, aber ich kenne die Türöffner und das ist dann doch viel besser, wenn der Klient weiß, er begegnet angstfrei jemanden, der also keine Angst vor Konkurrenz hat, sondern einfach auch weiß, jetzt ist der nächste Schritt woanders dran. Und das wird auch gerne angenommen. Das finde ich auch ganz gut. Ansonsten, das sagst du jetzt. Wie bitte? Da sagst du etwas ganz Wichtiges, finde ich, dass es in diesem Bereich keine Konkurrenz gibt. Ja, das ist die größte Herausforderung für sehr, sehr viele. ich habe das im Netzwerk auch, bitte ich auch immer drum, weil wir arbeiten alle in diesem Bereich, alle. Und jeder möchte natürlich auch Klienten haben, Patienten haben oder sein Angebot angenommen wissen. Und aber dennoch, die Leute, die zu uns kommen, sind diejenigen, die die Hilfe brauchen. Und wir sind nicht dafür da, sie an uns zu binden, sondern ihnen die Hilfe zu geben, die wir geben können. Und das ist eben auch manchmal beim Nachbarn und nicht bei mir. Und dieses Denken, darum bitte ich, und das
ist auch etwas, was man wirklich auch lernen muss, weil es wird zu viel auf Konkurrenz gemacht oder alles ist Wettbewerb. Und das habe ich ja in meiner Yoga-Lehrerausbildung gelernt, dieses konkurrenzfreie Denken. Und das ist auf jeden Fall herausfordernd. Und wenn man es einmal kann, bringt es unglaublichen Spaß. Denn man begegnet nur noch Menschen, die einem, die auch Spaß dran haben, dir selber zu begegnen. Und das ist wirklich gut. Es fühlt sich gut an. Ich kann es jedem mal empfehlen, zu tun. Ja, also, du begegnest den Menschen, die... Ja? Bernadette, du. Eben, du begegnest den Menschen, deren Seele sich von deiner Seele erkannt fühlen für den Augenblick. Es ist eine Anziehung, die da ist und in dem Moment bist es eben du und in einem anderen Moment ist es eben jemand anders. Genau so ist es. Ich sage aber nicht, dass ich frei von Ego bin. Also, so weit bin ich dann doch noch nicht. Aber ich arbeite dran. Wir haben einen Körper. Solange wir noch einen Körper haben, begegnet uns das auch. Aber sagen wir so, ja, genau. Das ist eigentlich die beste Werbung. Weil, wenn ein Klient darum erzählt, weißt du, ich war dahin und die hat gesagt, geh lieber dahin. Eine größere Werbung kann man nicht machen. Denn den Satz, ich glaube, was Sabine in unsere Konkurrenzseminare geprägt hat, Konkurrenz ist Ersatz für Kompetenz. Das heißt, in dem Moment, wo man sich die eigene Kompetenz fühlt, ne, dann ist man konkurrenzlos, weil man weiß. Ne? Und besonders, wenn man dann weiter empfiehlt, dann ist für die Klienten was Schöneres, kann denen nichts geschehen. Ich glaube, das prägt sich auch. Ne? Ja. Auch den Mut zu haben, einmal zu sagen, ich glaube, ich bin jetzt für das Thema gerade nicht die richtige Person. Ich finde, das gibt auch Vertrauen. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Und Professionalität, Ja. So sollten sehr, sehr viele arbeiten. Denn wir sind ja nur Werkzeuge und es gibt einen richtig großen Werkzeugkoffer mit hervorragenden Werkzeugen und das Richtige zu finden, das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe, wenn jemand zu uns kommt. Ja, oder selber zu seiner Größe zu stehen und zu sagen, das ist genau bei mir hier genau richtig. Das ist auch in Ordnung, ja natürlich. Auch das, weil das braucht ihr auch. Das ist ja dann manchmal auch noch ein Schritt, den Mut zu haben, ja doch, das verstehe ich jetzt. Ja. Da komme ich dann auch manchmal so an eine Grenze. Nachdem ich ja kein Therapeut bin, weiß ich ja auch, was ich darf und nicht darf. Aber wenn mir jemand gegenüber sitzt und das Vertrauen zu mir als Person gefasst hat und dann sagt zum Beispiel, ich habe eine Depression, müsste ich laut Handbuch sagen, oh, das darf ich gar nicht. Und ich mache das dann schon auch, dass ich sage, oh, jetzt ist so eine Grenze auch erreicht für mich, weil das gehört ja in therapeutische Hände. Und wenn diese Person dann aber sagt, nein, bei Ihnen fühle ich mich so gut, Sie machen jetzt weiter. Genau. Da muss ich dann auch schon so diese Gratwanderung. Und es ist aber schön, wenn man nur noch ein ganz kleines bisschen gehen muss und dann plötzlich hat sich die Depression aufgelöst, weil es gar einen ganz einfachen Grund gab und den durfte ich einfach sehen in dem Moment. Also, genau. Ich hoffe, es hören hier keine Behörden zu oder irgendwas. Aber manchmal ist es einfach nicht möglich, jemandem dann zu sagen, das darf ich nicht machen, weil das ist verboten vom Gesetzgeber, sondern in der großen Achtsamkeit vielleicht noch einen kleinen Schritt weiter zu gehen, das spürt man dann ja auch, wenn man dem Menschen gegenüber sitzt.
dann ja. den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich glaube, ich bin so groß, dass ich das machen darf. Ja, weil du sprichst auch von Mensch zu Mensch und in dem Moment therapierst du nicht, sondern du bist, hast einfach einen Mensch gegenüber, ja. und du bist ein Mensch und du bist einfach da und hältst den Raum und das hat, das ist genau. überhaupt nichts Verbotenes, ne? Und das ist einfach deine Großzügigkeit, von der du auch sprichst, die man spüren kann und die auf jeden Fall auch zu dir zurückkommt, ja. Wo, ja, was dich dann wieder trägt und nährt, wenn auch nicht vielleicht immer gleich sichtbar, und man denkt von, ja, also auf jeden Fall wirst du belohnt vom Leben. Mhm. Ja. Doch, schon. Ja. Ja. Dann sind wir wieder bei der Umarmung vom Anfang, siehst du? Mhm. Okay, es sind 90 Minuten schon. Wow, Iris, das wir war haben, schnell. Ja, ja. Wir haben von Bernadette schon viele Geschenke bekommen. Und mein Impuls ist, wir öffnen uns, um ein Geschenk von dir zu bekommen. in der Form, die du für richtig hältst. Und öffnen den Raum für das, was du möchtest. Es sei denn, wenn noch was zu sagen ist, sag das bitte. Aber so abschließend ein Geschenk von dir, ob das eine Reise, eine Meditation oder ein Lied, egal was du möchtest. Ich glaube, ein Lied wollt ihr nicht. Wer weiß? Okay. Also das ist jetzt überraschend, aber das ist ja auch schön. Also du sagst eine kurze Meditation zum Beispiel. Was du möchtest, ja. Okay. Dann. Ja, dann mache ich gerne eine kurze Meditation. Schließe, wenn es dir möglich ist, deine Augen. Setze dich ganz bequem oder wenn du liegst, lege dich bequem und entspannt hin. Und dann beobachte nur die Bewegung des Atems. Beobachte den Weg, wenn du einatmest durch die Nase. Welchen Weg nimmt der Atem? Wie fühlt sich der Atem an? Bis wohin kannst du den Atem spüren? Und wenn du ausatmest, beobachte auch, von wo kommt der Atem und wie fühlt er sich jetzt an? Atme achtsam durch die Nase ein und durch die Nase aus. Und beobachte für ein paar Atemzüge, was der Atem mit dir macht. Wenn Gedanken kommen, lass sie ziehen und kehre mit den Gedanken zurück zu deinem Atem. Beobachte auch die Bewegung deines Körpers, wenn du atmest. Und nun nimm noch einmal einen ganz tiefen Atemzug und mit dem Ausatmen lässt du alles Alte raus, alles, was raus möchte, los. Dann öffne wieder die Augen und sei wieder zurück in hier und jetzt.
Namaste. Ich weiß, es ist um die Uhrzeit etwas gefährlich, die Augen zu schließen. Aber vielleicht wollen ja einige weiter schlafen, dann gute Nacht auf jeden Fall. Ja. Danke vielmals. Ich danke vielen euch, dass ihr mitgemacht habt. Sehr schön. Sabine? Ja, danke schön. Ja, ich bin zutiefst entspannt. Und Iris, ein Impuls von mir. Deine Stimme ist Punkt, Punkt. Deine Stimme wirkt. Ich weiß noch nicht wie, aber also die Schwingung deiner Stimme, die haben das sehr schön begleitet. Und deine Stimme hat eine große Resonanz. Also, oder ja, das als Resonanz von mir. Jo. Schön, danke. Dankeschön. Freut mich sehr. Ist ein wunderschönes. Ich danke euch. Was sagst du? Danke. Ja. Total schön. Tschüss zusammen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja.